Auf dem Weg an die Oberfläche sind wir an diesem unterirdischen See angekommen. Und ja, da liegt eine Angel. Glaube ich, da ist ein Stock, wo eine Schnur dran ist. Ich würde mal sagen, das ist eine Angel. Und ja, damit willkommen zurück zu Max Monster. Ich traue mich nicht, dahin zu gehen, weil wer weiß, was wir hier im unterirdischen See angeln werden. Mutierte Fische. Man kann ja sich alles vorstellen, in diesen riesen Schlund an Abfall. Was hier wohl mutiert ist oder so. Ich weiß nicht. Wir gucken mal. Was ist das? Nein, unmöglich. Ist das wirklich? Oh, Teufel. Tatsächlich. Eine echte Fischerrute. Fischerrute? Was ist denn das? Also, es gibt da sowas, das nennt sich Fischen, okay? Man nimmt diese Route hier, um essbare Fische aus dem Wasser zu ziehen. Die Menschen fliegen da total drauf, Alter. Die einen machen das sogar als Sport. Es geht nicht einmal darum, die Fische zu essen. Die wollen nur die fettesten oder seltensten Fische fangen. Dann schmeißen sie wieder ins Wasser. Boah, wie geil. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Hey, ich weiß, was Fischen ist, aber ich hab's noch nie gemacht. Ich hab's zwar schon mal gesagt, aber du weißt schon ziemlich viel über die Menschen. Wüsste ich's nicht besser, würde ich sagen, du bist fast schon besessen von ihnen. Ach, komm jetzt, Alter. Jetzt sei kein Spielverderber. Außerdem kann es nicht schaden, unsere Vorräte auszustocken, oder? Ich mach mich mal in die Arbeit. Ihr könnt euch zurücklehnen. Alles klar. Alles klar. Dann angel du mal. Ja. Meinst du, da beißt was an? Ich weiß es nicht. Immer noch nichts? Ey, stress mich nicht, Mann. Ich habe gerade angefangen. Ich habe einen. Das sieht nach Müll aus. Ach, verdammt. Na, da tummeln sie bestimmt noch mehr davon. Noch gebe ich mich nicht geschlagen. Meinst du, da beißt was an? Ich glaube nicht. Immer noch nichts. Ey, stress mich nicht. Fischen soll ja sehr ereignislos sein. Ach so. Oh, hey, da seid ihr ja. Du, wir haben ein Problem, du. Hey. Da ist jemand. Immer noch nichts. Jetzt stress mich nicht. Guten Tag. Also, was macht ihr gerade? Fischen. Anscheinend wollte Golan es schon immer ausprobieren. Ach, so ist das. Und ich bin extra früh losgegangen, da ich weiter da vorne auf euch warten wollte. Bin nur hier runtergekommen, weil ich mich gefragt habe, was das so lange dauert. Du hast auf uns gewartet? Wieso? Naja, ihr habt im Endeffekt eine Gruppe bewaffneter Soldaten in unsere Welt gebracht, nur so. Ja schon, so weiß auch nicht, was das sollte. Nun, dank dem Zwischenfall gab es eine Meinungsverschiedenheit im Rat bezüglich, was wir mit euch anstellen sollen. Ich wollte euch einfach umlegen und dann wieder meine Ruhe haben. Was? So suchst du Streit? Na, nicht nötig, kein Stress. Wie ich sehe, seid ihr gerade ziemlich beschäftigt. Kommt einfach zu mir, wenn ihr fertig seid. Ich warte weiter vorne. Man schnüffelt sich. Genial, auch das noch. Ein nerviger Kampf mehr. Hey, da hat einer angebissen, Leute. Sieht nach mehr Müll aus. Ja, Mann, Fischen ist schwieriger, als ich dachte. Boah, habt ihr es gesehen? Dort bewegt sich etwas. Sieht ziemlich massiv aus. Also gut, jetzt zeige ich euch Anfänger mal, wie das geht. Ja, ist das wirklich eine gute Idee? Ich weiß es nicht, ob das eine gute Idee ist. Er war so groß, hast du ihn gesehen? Ja. Bist du sicher, dass du das schaffst? Du schaffst das? Das ist echt ziemlich riesig, Alter. Ich schaff das und pass mal auf. Der will einfach ihn anbeißen. Hey, Roy, hast du kurz Zeit? Ja, was ist denn? Was ist denn? Ich habe nachgedacht, vielleicht habe ich einfach nicht den richtigen Köder für diesen Brocken. Köder? Ja, genau, etwas Leckeres, um das Misttier anzulocken. Kannst du schauen, ob du was Passendes findest? Alter, woher soll ich wissen, worauf so ein riesiger Höhlenfisch Bock hat? Mach's selber. Nee, Bro, ich will den hier nicht aus den Augen verlieren. Jetzt komm schon. Na gut. Ein Pilz. Hier, sowas. Kann dieser Pilz einen guter Köder abgeben? Können wir es probieren? Was Besseres finden wir jetzt hier sowieso nicht. Wir haben Mac hier. Wir können Mac hier abgeben. Das ist alles, was ich gefunden habe. Wow, wow, einer der Pilze von vorher. Hat einen seltsamen Glanz, aber das könnte tatsächlich funktionieren. Gib mal her, Alter. Ich hänge den jetzt einfach auf die Route und bam, fertig. Da bin ich mal gespannt. Oho. Oh, ich hab ihn. Treffer versenkt. Er wehrt sich aber. Er sieht ziemlich tot aus, du. Erwischt, ne? Riskierst jetzt immer noch eine dicke Kieme. Alter, ich glaube, der hat noch nicht aufgegeben. Boah. Er hat versucht, mich zu fressen. Mach ihn fertig, Roy. Was? Nein, wirklich? Gigantischer Fisch erscheint. Oh nein. Was tust du hier?
Bindet sich auf den Boden. Aua. Warum tust du das? Beißt Roy mit seinen Riesenzähnen. Fußball! Er kreischt schauderhaft. Das stinkt wahrscheinlich richtig. Winde dich auf den Boden. Ja, dann winde dich mal. Dim, 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 dim. Karten. Angriff. Ich muss aber extrem aufpassen hier. Was? Wasserstrahl? Verdammter Fisch, einfach zurück ins Wasser. Was soll ich denn jetzt angreifen? Roy, benutzt das hier. Angelrute. Moment, sag jetzt nicht, ich muss. Zieh das Viech mit der Rute nur einmal aus dem Wasser. Ach man, echt? Erstmal, aber wir müssen wegheilen. Tüdüp. Alter, das macht voll viel. Roy hat die Rute ausgeworfen. Etwas hat angebissen. Genau jetzt. Jetzt hol ihn zu dir. Ah, blöder Fisch. Das Ding wehrt sich ganz schön. Keine Sorge, mein junger Anglerfreund. Ein kleiner Pro-Tipp. Fischen Lektion 1. Das Ding mag stark aussehen, aber es ist dümmer als Brot. Du musst es nur aus der Balance bringen, das ist alles. Lass es einmal einatmen. Dann zieh es mit aller Kraft in die andere Richtung. Ja, von wegen Pro-Tipp. Egal. Probieren kann ich's ja. Versuch den Zeiger in der Mitte aufzuhalten. Anzuhalten. Ach so, okay, ja. Okay. Ach, das macht auch Schaden. Sehr schön. Genau, super, so super, Roy. Jetzt zeige ich ihm, wie es lang geht. Ja, ich muss aber leider heilen erstmal. Hat seine Haltung zurückerlangt. Ja, ich muss ihn halt leider erstmal. Kreischt. Und das halt, das schaffe ich noch. Nein, wirklich. Er ist angebissen. Meine Güte. Er zappelt. Er zappelt immer, aber er hat seine Haltung jetzt zurückgelangt. Was mache ich jetzt? Soll ich heilen? Ich habe nur einmal. Nee, ich heile noch nicht. Aber jetzt soll ich heilen, ne? Ja, jetzt heile ich. Ich heile schon, ich bin schon dabei. Nein, warum? Oh, das macht so viel Schaden. Er kreist schon wieder. Ich kann nichts machen. Ich muss. Oh, was? Bring ein Erfrischungsgetränk. Danke auch. Oh, ich hasse das. Okay. Konzentration. Gut. Macht sehr gut Schaden, ne? Er zappelt hilflos. Und dann Bamski. Eieiei. Was? Er verschwindet in die Tiefe. Kampf gewonnen. Oh mein Gott, ey. 96? Was hat uns das jetzt gebracht? Gut gemacht, Roy. Wir sind sowas von Profi-Angler. Nicht wirklich. Er hat nur ein bisschen rumgezappelt und ist dann wieder in Wasser geflutscht. War der Sinn nicht, das Vieh zu essen? Jetzt sei doch nicht so. Hier geht's nur darum, dass ich zufrieden bin. Also das war's, ja? Du bist zufrieden? Dann gehen wir. Holy shit, Alter. Das war ja schon ein bisschen anstrengend hier, der Kampf. Ich hab schon Angst gehabt. Aber müssen wir jetzt nochmal kämpfen? Oh, ich mutiere hier jetzt selber zu Roy, ne? Ich habe nun keinen Bock zu kämpfen. Oh, muss das sein? Kristallhöhle, wir wollen da hingehen, wir gehen dahin, ja. Oh nee. Ich will nicht kämpfen jetzt. Oh hey, da seid ihr ja. Hat lang genug dauert. Ich war so lange gelangweilt, dass ich euch ein Hindernisparcours gebaut habe. Hindernisparcours? Jawohl, aufgepasst. Los geht's! Oh, was zur Hölle? Na, aber meint ihr? Ihr könnt diese endlos taubende Sperrfeuer aus Pfeilen und Brokkoli sicher bezwingen? Immer schön, dass Deckwürfel waren. Es geht ziemlich steil runter. Hey, man sieht sie am anderen Ende. Die Pfeile kapiere ich, aber was bitte ist dieser Brokkoli? Beim Beelzebub. So sieht also Brokkoli aus. Was ist das? Es soll eine Art Nahrungsmittel sein. Unter Albtraum aller Menschenkinder, habe ich gehört.
Anscheinend können gewisse Kinder es nicht einmal ansehen, ohne dabei in Tränen auszubrechen. Scheint, das spielt jemand Spielchen. Ich hasse Brokkoli. Oh nein. Na, was habe ich gesagt? Ach komm schon, schau, da ist nichts dabei. Gehen wir. Nee, du bist ein einziges Muskelpaket, Alter. Wenn Max von so einem Pfeil oder Brokkoli getroffen wird, ist es aus mit uns. Ich will übrigens auch keinen Pfeil abgekommen, auch wenn ich wahrscheinlich den Brokkoli überlebe. Okay, wieso blockst du dann nicht den Brokkoli für Mac? Na klar, während ich gleichzeitig den Pfeil ausweiche. Ein Geniestreich, Roy. Ich glaube nicht, dass ich das gleichzeitig hinter mir hinkriege. Okay, wer ist damit? Es ist gleich ein bisschen Teamwork. Ich schrei euch von hier Anweisungen rüber. Und ihr bewegt euch, wenn ich Entwarnung gebe, okay? Okay. Bist du sicher? Na, was bleibt uns alles übrig? Also, los geht's. Achso, man kann... Achso, er wird den Brokkoli ab. Okay, dann kann ich mir merken, mit dem rechten Stick steuern. Oh! Ich muss Mac erst rübersteuern, nicht davor anhalten. Das war ein Brokkoli-Schock. Für Mac. Er ist rüber, Mac. Er ist Mac rüber. So, Moment. Warte ich noch den Pfeil ab. Und da kommt Mac. Warum muss ich so langsam laufen? So. Ja, rüber. Okay, jetzt nur noch hier. So, unseren Grün. Gut, haben wir geschafft. Ey, gut gemacht. Knapp am Tod vorbei. Mann, wie mühsam. Wieso würdest du so etwas bauen? Weil es Spaß macht. Oh, und Nuss nebenbei. All der Brokkoli, der hier rumfliegt. Die nehmen sich nachher auf und machen eine große Suppe für alle. Also keine Sorge, in diesem Parcours wird kein Essen verschwendet. Nicht dein Ernst. Okay, nächstes Hindernis. Los geht's. Oh. Schau mal, wie ihr es mit deinen Lasern aufnimmt. Wo ist denn Teufel, hast du einfach so gefährlich, ist überhaupt her? Na, ursprünglich ist es Menschen. Ist es Menschentech. Ich habe nur Sebastian gefragt, ob er es extra tödlich machen kann. Extra tödlich? Machst du das öfter? Ob schon ich nicht glaube, dass diese Räuber es anhaben können. Ich hatte gehofft, dass sie sogar einen Typen wie ihn zur Asche zerfallen lassen können, aber der Elch hat gemeint, die Ausrüstung ist zu alt dafür. Alter, Spielverderber. Egal, ich bin dann mal auf der anderen Seite. Versucht am Leben zu bleiben. Ja, kein Problem. Wirklich? Mann, wenn es so einfach ist für dich ist, frage ich mich, ob ich das auch kann. Willst du versuchen? Nee, danke. Nicht, wenn ich nur ein Leben habe. Für diese Rätsel kannst du zwischen deinen Charakteren hin und her wechseln. Benutze Spezialfähigkeiten deiner Charakter, um sie in Sicherheit zu bringen. Okay, aber ich denke mal, ich werde erstmal Roy hier hinstellen. Dann ihn hier. Dann sie. Und Roy. So. Geschafft. Ach du Scheiße. Wie mache ich das denn am besten? Moment. Ich kann ja... Das geht ja nicht schlecht. Ich kann ja schlecht ihn hier hinstellen. Aber warte mal, schau dir all die Gräber am Boden an. Wenn Roy oder ich da rüberlaufen, bricht das bestimmt zu sein. Mac könnte es vielleicht schaffen. Ja, aber nur Mac. Wenn ich jetzt den Laser weggehe von mit Roy. Das ist halt ein bisschen merkwürdig, oder? Oh, die anderen komme ich nicht weiter. Ja, das ist halt ein Problem. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn ich jetzt hier stehen bleibe und dann unten Mac hinstehe und dann hier dann hinlaufe. Ah, warte mal. Ich probier's halt aus. Gehen wir jetzt weiter? Nee, er kann nicht da reinlaufen. Lola, was ist los? Oh, nichts, mach dir keine Sorgen. Du bist irgendwie komisch drauf. Hey, sieht aus, als könnte ich die Laser mit ausschalten. Ach Gott, Moment. Ja, erstmal grün, ne? Nee, das ist nur grün. Blau? Oh, meine Güte, Alter. Oh nein, ey. Bin doch zu doof für sowas. Also. Ich muss überlegen.
Stellen hier hin. Mac hier. Dann rot. Nee. Blau. Grün. Mac. Dann rüber wechseln. Hier. Nee, wehe. Ich habe es richtig gemacht. Mac kann doch darüber gehen. Verdammt, diese blöde Armband. Immer wenn ich etwas versuche, schaue ich es an und erinnere mich an alles. Nein, bitte nicht. Ich glaube, ich brauche dich nicht daran zu erinnern, Golem. Aber solange du dieses Armband trägst, musst du uns gehorchen. Wenn dieses Ding nicht wäre, wäre ich frei. Hör mir zu, Golem. Wenn sie eine Gelegenheit ergibt, etwas Mädchen ohne reues Wissen loszuwerden, hast du die Erlaubnis, diese Chance zu ergreifen. Oh nein, das wird kein Problem sein. Nun, da wir wissen, dass Roy alleine hier raufkommt, können wir andere Gründe erschaffen, um ihn herzulocken. Das Kind muss nicht mehr als Lockvogel dienen. Es ist wahrscheinlich sogar besser, alle Risikofaktoren zu eliminieren. Wenn du das kannst, übernehmen wir den Rest. Mit anderen Worten, deine Mission ist abgeschlossen. Und wir würden dir deine Freiheit im Gegenzug zurückgeben. Tu nichts Falsches, bitte. Wenn ich jetzt diesen Knopf drücke und Mac mit dem Laser erwische, würde sie sofort sterben, ohne jegliche Schmerzen. Roy würde mich verprügeln, aber ich könnte sagen, es war ein Unfall. Aber er würde mich nicht dafür töten. Und ich meine, hey, ich benutze das Ding zum ersten Mal, jeder macht mal Fehler. Und eigentlich wäre Mac ja schon lange zum Monsterfutter geworden. Hätten wir sie nicht aufgelesen. Sie wäre hier unten sowieso gestorben. Mich allein trifft keine Schuld. Also gut, dann los geht's. Nur diesen Laser hier rüber. Komm schon, Golem, bevor du es dir jetzt anders überlegst. Mach schon. Verdammt. Oh. Du hast ein Maschinenteil gefunden. Hey, ich hab was gefunden. Ach, ja, cool. Guck dir mal, Mac. Kannst du es hier rüberbringen? Welches war blau? Ja. Hey, brauchst du das? Ja, danke nett von dir. Gern geschehen. Weißt du, Mac, ich muss sagen, du bist echt ein gutes Kind. Hörst immer auf Freude oder mich, wenn wir dich rumkommandieren. Aber hast du keine Angst? Wie kannst du so einem Monster wie uns vertrauen? Nein, wieso hätte ich Angst? Ihr seid die Guten, natürlich vertraue ich euch. Wie kommt sie darauf? So, können wir jetzt aktivieren, bitte? Aus. Alles klar, jetzt können wir jetzt alle sicher rüber. Muss sie auch vorbeilassen. Eieieiei. War doch leichter als gedacht. Gut, wir sind endlich durch. Sieht so aus. Was ist los, Mann? Du siehst gefrustet aus. Ey, wir sind hier schon seit einer Weile seltsam. Gar nicht. Erzähl kein Märchen. Komm schon, gehen wir. Der Gartenzwerg wartet sicher schon auf uns. Ich kann es nicht fassen, dass er unsere Zeit so verschwendet hat. Wir sollten ihm eine Abreihung verpassen. Eieieiei. Leute. Das war ganz schön anstrengend, du. Das müssen wir einfach arbeiten. Ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Puh, das war doch ein sehr forderndes Schalterrätsel. Das muss ich immer verarbeiten. Das muss ich immer sacken lassen, du. Das geht nicht so. Was sagt ihr aber bis jetzt zum Rätselaspekt vom Spiel? Das war das erste Rätsel, was wir jetzt gesehen haben im Spiel, oder? Ich meine, wir hatten jetzt kein Rätsel, so an sich. Aber guck mal, der Weg ist gar nicht mehr weit. Wir müssen einmal die Schlangenfahrt, dann da oben. Dann haben wir jetzt eigentlich nur noch diesen einen Gartenzwerg an Waisen, an Ratsmitgliedern, die wir besiegen können. Werden wir nicht natürlich gegen Sebastian kämpfen müssen, weil weiß man ja nicht. Und dann müssen wir quasi nur noch durch die Höhle durch, ne? Und dann sind wir oben. Und dann finden wir hoffentlich die Mutter. Naja, wie dem auch sei, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.